Ich habe jetzt endlich einen Greenscreen und ein Licht, um es zu beleuchten. Und damit kann ich jetzt in meinen Videos in coolen, virtuellen Umgebungen sitzen. Das Einzige, was alles kompliziert ist, diese Unordnung. Und deswegen werde ich die jetzt erstmal aufräumen. Mein Ziel war es, die Kabel zu sortieren, um Platz für das Licht zu schaffen. Ich habe echt viele unbenutzte Kabel stecken gehabt. Diese habe ich aussortiert und somit Platz für das Licht geschaffen. Der Greenscreen steht. Jetzt muss ich aber unbedingt noch die Hintergründe erstellen. Als erstes habe ich ein sehr kleines Zimmer als Übung gemacht. Im Verlauf dieses Videos werde ich die Zimmer immer größer und besser machen. In diesem gibt es alles, was man halt so braucht, wie ein Bett, ein Schreibtisch und so weiter. Zum Schluss habe ich nochmal Licht hinzugefügt, um es nochmal besser aussehen zu lassen. Und so sieht es mit mir drin aus. Das ist schon mal ganz gut, aber das geht noch besser. Auf zum nächsten Hintergrund. Als nächstes habe ich das Zimmer geupgradet. Es ist jetzt größer und mehr Office als Zimmer eigentlich. Trotzdem hat es aber noch Freizeitaktivitäten wie diese coole Gaming-Ecke. Das Zimmer generell ist jetzt einfach viel besser und rechts gibt es auch eine Art zweites Setup für einen Podcast oder ähnliches. Das Office ist definitiv ein großes Update zum kleinen Zimmer. Aber was ich jetzt als nächstes machen werde, wird nochmal viel, viel besser sein. Und zwar habe ich als nächstes ein futuristisches Labor im Weltraum gemacht. Mit coolen Arbeitsstationen, einem Hologrammtisch, einer Chill-Ecke und vielen anderen coolen Sachen, die das Ganze einfach einzigartig machen und Charakter geben. Meiner Meinung nach ist das hier der beste Raum von allen. Aber schreibt doch auch ihr gerne mal unten in die Kommentare, welchen Raum ihr am besten findet. Und so sieht das Ganze im Video aus. Ich finde, es sieht super cool aus und es passt auch sehr zu meinem Traumspiel Operation Space. Das waren aber auch schon alle Hintergründe, die ich in diesem Video gemacht habe. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch auch gerne den Kanal, denn in den nächsten Videos werde ich sie auch endlich benutzen. Wenn ihr aber jetzt schon ein Video sehen wollt, dann schaut doch gerne das hier, in dem ich anfange, ein Handyspiel zu programmieren. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!